Ganz herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich glaube, wir hatten alle auf einen möglichst entspannten Sommer gehofft, aber die Corona-Zahlen steigen wieder. Und trotzdem werden die Tests ab Freitag 3 € kosten. Die große Frage ist, wie wird es dann aussehen an den Teststationen hier bei uns? Nach den Tumulten in Essen-Altendorf am Wochenende hat die Polizei jetzt mehrere Dutzend Beteiligte identifiziert. Ob sie Täter, Opfer oder auch nur Zeugen sind, muss aber noch geklärt werden. Außerdem bestätigt die Polizei, dass offenbar ein sogenannter islamischer Friedensrichter den Streit beilegen soll. Die Ermittler sagen, dass eine solche Paralleljustiz aber nicht entscheiden könne. Der Fall werde vor einem deutschen Gericht und nach deutschem Recht verhandelt, heißt es von der Polizei weiter. Großer Schock vor 3 Monaten. Wir erinnern uns, 2 Jugendliche waren in Essen-Worbeck verunglückt. Sie sind mit einem Auto von einem Parkdeck gestürzt und starben beide. Es war ein Unfall, der sprachlos gemacht hat und auch nachdenklich. Viele Menschen im Stadtteil überlegen jetzt, wie er für junge Leute vor allen Dingen attraktiver werden kann. Und wir wollten vor allen Dingen von den Jugendlichen wissen, was sie sich denn selbst wünschen. Wird bestimmt passieren. Und man kann immer nur hoffen, dass bei so einer Radtour ja alles gut läuft und vor allen Dingen pannenfrei. Und ich finde zum Schluss oder zwischendurch mal so eine Grillwurst, das ist eine Idee. Denn grillen können wir ja definitiv vor allen Dingen hier bei uns im Ruhrgebiet. Und deshalb ist es auch fast klar, dass genau hier bei uns das Barbecue-Festival Ruhr stattfindet. Jeanette Kuhn ist nämlich gerade am Zentro in Oberhausen. Jeanette, gefühlt rieche ich es schon bis hier ins Studio. Was gibt's denn Leckeres bei euch? Ja, was es nicht alles gibt. Kekse im Speckmantel. Vielen Dank an dich, Jeanette. Ich sag mal guten Appetit und ich bin gespannt, was ihr morgen mit dem Team berichtet, was dann bei euch auf dem Teller gelegen hat. Schönen Abend noch. So, und wer zu Hause grillt, der möchte ja möglichst den Garten schick haben. Wobei so ein bisschen Dschungel aktuell wohl modern ist. Das Ganze nennt sich Urban Jungle, ist voll im Trend. Und wir haben unsere Gartenexpertin Kira in einen Tropengarten nach Herten geschickt. Das ist unsere neue Folge mit Herz und Hake. Ja, Stichwort Gießen ist heute und morgen auf jeden Fall noch ein Thema. Ab Donnerstag kommt wahrscheinlich was von oben. Hier sind die Wetteraussichten. Wärmer mit 25 Grad. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Jetzt gleich kommt wie immer die Tagesschau. Wir sind morgen Abend zurück. Ihnen erstmal einen wunderbaren Abend heute. Alles Gute für Sie. Machen Sie es gut.